Ihr schaut dieses Video, weil ihr Geld verdienen wollt. Und zwar mit eurem eigenen Projekt. Ja, ein Spielfilm, das kann auch ein Kurzfilm sein, eine Doku oder ein Musikkonzertfilm. Dann seid ihr jetzt hier genau richtig. Herzlich willkommen. Es geht um Amazon Video Direct. Ja, wie kann ich meine Filme auf Amazon Video hochladen? Ja, das geht nämlich. Ja, da müsst ihr nicht irgendwie einen Zwischenhändler zwischenschalten. Und ich erzähle euch heute ein bisschen mehr über dieses Thema. Ja, zum einen werde ich nochmal auf meine eigenen Projekte, also die ich mit anderen produziert habe, eingehen. Ja, das sind zwei Spielfilme, ein Kurzfilm und eine Doku. Dann werde ich nochmal ein paar Themen abhandeln, ja, die so, ja, sind so Fragen, die im Laufe der Zeit aufgekommen sind, auch von anderen YouTubern auf YouTube, die natürlich Projekte auf Amazon Video direkt hochladen wollten. Da sind so ein paar Fragen aufgekommen, wie zum Beispiel, ja, wie gestalte ich den Preis bei Leinkaufen? Mache ich es klein, groß oder lasse ich es lieber und mache gleich Prime, ja, wo ihr dann doch mehr erreichen könnt? Das versuchen wir zu klären. Wir gucken uns so ein bisschen, werfen einen Blick auf die Vorschaubilder, gucken uns an, wie man alte Filme per KI scharf rechnet. Und dann zu guter Letzt würde ich gerne noch jemanden zu Wort kommen lassen, der auch ein Projekt hochgeladen hat. Das kommt dann am Schluss des Videos. Ich würde sagen, viel Spaß. Ja, Leute, herzlich willkommen hier im Camera Check Channel, der Kanal für Filmemacher und für Filmtechnik. Und ja, heute geht es mal wieder mehr um für die Filmemacher. Und zwar, wie kann ich Geld verdienen mit meinem eigenen Projekt auf Amazon Video? Und da habe ich wieder ein paar Informationen zusammengetragen. Allerdings, es ist jetzt der zweite Clip. Es gibt schon einen Clip. Vielleicht, wer diesen jetzt zuerst sieht, könnte sich vielleicht den anderen zuerst erstmal anschauen, kriegt so einen leichten Eindruck davon. Ich habe das unter dem Video euch verlinkt. Dieses erste Video von vorher, fast 2 oder 3 Jahren, so lange ist es her. Und da ist eine Menge passiert. Ja? Eine Menge, nämlich auch bei den eigenen Projekten. Und da will ich jetzt erstmal drauf eingehen. Klar, noch kurze Anmerkung. Ja, wir haben jetzt Corona-Zeiten, deswegen mache ich auch diesen Clip. Und es gibt tatsächlich auch einige. Ich habe das mitgekriegt, mein alter Clip wird mehr geschaut und ja, es ist so, einige zum Beispiel Musiker denken, ja okay, ich kann keine Konzerte gerade geben, kann ich vielleicht Geld verdienen, indem ich hier was hochlade, ja. Und darum geht's. Ich sage schon mal vorweg, reich werden kann man hier nicht, aber wenn ihr es gut anstellt und mit so ein paar Tipps und Tricks hier aus diesem Video, ja, könnt's vielleicht klappen, aber da gehen wir doch mal im Detail gleich drauf ein. Jetzt würde ich sagen, gucken wir uns mal die Projekte an, die ich meistens als Kameramann, aber auch als Produzent mitbestritten habe. Die Regie habe ich bei keinem Projekt gemacht, aber ich habe mich jetzt darum gekümmert, seit 2, 3 Jahren eben diese Filme nochmal, ja, neu rauszurendern, ordentlich, auch in ein paar Sachen habe ich in HD umgebaut, dass das ein bisschen schicker ist und habe diese Filme hochgeladen, hier auf Amazon Video Direct, ja, so heißt das Ganze. Und ich würde sagen, wir gucken zuerst mal den Last Heavy Standing an. Das ist nämlich eine Goa-Doku, die wir mal gedreht haben. Das war 99, 2000, dann geschnitten ein Jahr. Und es ist so, ja, folgendes passiert, diese Goa-Doku lief, also wie alle Filme, sie laufen am Anfang immer ganz gut. Prime, ja, ich rede jetzt nur von Prime, weil nur kaufen, leihen habe ich nie gemacht von Anfang an. Das lohnt sich vielleicht bei neuen Sachen, das wäre vielleicht für euch interessant, aber bei alten Sachen kann man das vergessen, macht man gleich Prime. So, Japan, das ist, wir haben ja 4 Länder, also USA, dann den deutschsprachigen Raum, okay, Deutschland, Schweiz, Österreich, Großbritannien und dann eben Japan. Ja, diese Verwertungsländer haben wir, aber Japan ist zum Beispiel jetzt raus. Ja, also der Hippie läuft dort eben nicht mehr auf dort in diesem Bereich. In Japan, weil es ist was Technisches. Uns fehlte der japanische Untertitel. Ja, wir hatten anfangs einen Film ist ja auf Englisch und du brauchst noch einen englischen Untertitel, den hatten wir. Und da lief der Film auch anfangs, aber irgendwann hat jemand das festgestellt oder die räumen da ein bisschen auf bei Amazon und sagen, er muss schon bestimmte Ansprüche haben. Und der Last Hippie flog dann irgendwann raus. Ja, schade, schade. Okay, jetzt könnte man natürlich einen japanischen Untertitel machen. Da gibt es Leute auf Internetseiten, die für ein paar Euro
können die das übersetzen. Aber man muss denen auch eine Tabelle geben mit englischen Titeln, das musst du sortieren, das kostet wieder Zeit, Aufwand, Arbeit und die kosten auch Geld. Und ich vermute, das sind so vielleicht 100 bis 300 Euro, die so ein Übersetzer bekommt. Und die müssen auch erstmal wieder eingespielt werden. Und ich kenne ja die Einnahmen und das lohnt sich vielleicht nach 10 Jahren. Also im ersten Moment erstmal nicht. Okay. Was ist noch passiert? Ich habe beim Hippie ein neues Vorschaubild gebastelt. Das sieht ganz nett aus mit dem Swami. Und da steht dann Goa, ja, so als bisschen markant, dass man weiß, okay, es ist eine Goa-Doku, das zieht. Klar, Hippie im Titel zieht auch. Und ich kann euch sagen, letztes Jahr war, glaube ich, Woodstock, ja. Und auch dieses Woodstock-Event hat echt eine Menge Zuschauer in den USA letztes Jahr, also 2019, gebracht. Ja, das sind dann eben manchmal so Dinge, ja, da verselbstständigt sich der Film, ohne dass man Werbung dafür schaltet. Ja. Nun ist es aber wieder so, dass die Streaming-Zahlen runtergehen ganz stark, die Prime-Zahlen. Das ist leider so. Aber das Vorschaubild, wollte ich sagen, ist nicht unwichtig. Ja. Vor allen Dingen ist es wichtig, dieses 16:9 Breitbandbild. Ich dachte immer, das Plakat wäre wichtig, aber das Breitbandbild ist eigentlich viel besser. Und das seht ihr, wie wichtig das ist, wenn ihr selber Prime habt. Dazu komme ich aber gleich auch noch. Ja. Ja, also gut, der Hippie war halt ein Hit in den USA letztes Jahr nochmal, wegen dem Woodstock-Jahr. Bei uns eben leider nicht so, aber gut, bei uns auch wird Woodstock ja nicht so hochgehoben. Von daher kann das schon so sein. Und doch andere Filme, die bei Amazon Video laufen, ja, die ziehen dann eben manchmal so einen Nachzieheffekt. Kann sein, eben, dass die Doku, wenn sie diesen Film geschaut haben, ja, mögen sie vielleicht auch diesen. Und dann, zack, seid ihr plötzlich mit da drin. Jemand guckt so ein bisschen, was läuft hier so und drückt euch in die Favoriten, später ansehen. Und dann guckt er sich das irgendwann später an. Ja, das ist nämlich ganz interessant. Ohne, dass man selber Werbung machen muss. So, dann gab es noch eine Steuerumstellung für USA und Großbritannien. Ja, leider. Und es ist so, dass die Streaming-Zahlen waren, also ihr wisst ungefähr, ja, 1000 Guckminuten ist ungefähr 1 Euro oder 1 Dollar. Sogar beim Hippie waren es dann sogar 2, 3 Dollar manchmal bei 1000 geguckten Minuten. So, nun, nach dieser komischen Steuererklärung ist das irgendwie, das sind nicht mehr 2, 3 Dollar, sondern irgendwie, keine Ahnung, 20 Cent. Also es ist irgendwie extrem ungegangen, die Einnahmen. Obwohl, ja, zum Beispiel, also es gilt erst für dieses Jahr, und ich habe das die letzten 2, 3 Monate beobachtet und die Guckminuten waren teilweise gar nicht so schlecht, aber die Einnahmen waren extrem mau. Ja, ich kann mal ganz kurz reingucken. So, das sieht gar nicht so schlecht aus. Hier ist die Kurve der Vereinigten Staaten. Naja, gut, die letzten 12 Wochen haben wir ungefähr 30.000 Guckminuten. Ja, das ist also Großbritannien und Vereinigte Staaten. Ja, das ist okay. Ne? Das war auch schon mal besser. Es gab so einen kleinen Berg. Theoretisch hieße das jetzt ungefähr 30 Euro Einnahmen, aber das ist gerade nicht so richtig der Fall. Wie viel es genau sind, kann ich euch eben jetzt so nicht sagen anhand dieser Daten. Das sieht man bei Amazon leider nicht. Ja. Da muss man dann so Tabellen auswerten und das habe ich noch nicht getan. Na gut, weiter geht's. Zum Hippie war es das erstmal. So, dann kommen wir nochmal ganz schnell zum Teufel von Rudo. Der läuft nämlich auch nicht mehr in den USA, da hieß er Nightmare in Suburbia. Zack, einfach englischen Titel haben wir ihm gegeben. Englische Untertitel runter. Naja, und irgendwie ist dieser Film runtergenommen worden. Man weiß aber nicht genau, warum. Ja, es kann technische Gründe haben. Es kann aber auch sein, weil Gewalt in dem Film drin vorkommt. Aber es sagt einem keiner so genau. Ja. Sagen nur, er passt nicht zu unseren Ansprüchen. Keine Ahnung. Ich meine, in Deutschland läuft der Film ja noch. Warum jetzt nicht in den USA? Ja, man könnte schon fast vermuten, dass das so ein bisschen was so ein Ding ist. Ja, ausländische Filme wollen wir hier nicht so viel haben oder wollen die Leute nicht. Aber da haben wir hier noch ganz andere Filme, die nicht geguckt werden. Und der Teufel wurde ein bisschen geguckt in den USA. So ist nämlich nicht. Sehr schade, ja, dass sowas passiert. Aber das passiert. Darauf müsst ihr euch auch einstellen, wenn ihr ein Projekt habt. Dass man sagt, nix da, weg damit. So, dann bin ich auch dabei, Vorschaubilder auszuprobieren. Das aktuelle, ja, ich werde es auch nochmal auswechseln gegen ein Vorschaubild mit Susanne. Nein, stopp, denn es kam ganz anders.
Ein paar Tage zuvor schlug nämlich mein Regisseur vom Teufel von Rudow vor, mal das Monster auf dem Bannerbild auszuprobieren. Ihm fiel nämlich auf, dass die meisten Horrorfilme das Monster zeigen. Und ich dachte auch spontan an Jaws, ja, das Plakat vom Weißen Hai, wo der Hai so von unten kommt und oben schwimmt die Frau drüber. Ja, ein super Plakat und eine super Idee von meinem Regisseur. Und hier seht ihr das neue Vorschaubild. Und ob das gut funktioniert, ja, das würde ich sagen, schauen wir uns dann im nächsten Video, das ich hier in meinem Camera-Check-Channel veröffentliche, an. Ja, das werden wir dann aus. Also vergiss doch nicht, ein Abo hier zu lassen. Da würde ich mich sehr freuen. Danke. So, auch beim Teufel von Rudow hatten wir 2019 einen richtig schönen Bogen im Oktober. Das ist aber Halloween. Das hat sich so herauskristallisiert, denn auch dieses Jahr gab es da vermehrte Guckzahlen und auch Kaufen-Leihen-Abrufe. So, dann haben wir den Teufel von Rudow mit künstlicher Intelligenz schärfer gerechnet. Ja, der Film ist ja nur in SD und nun ist er aber doch schicker. Und dazu erzähle ich gleich was. So, was gibt es noch zum Teufel von Rudow? Ja, wir haben jetzt mal so einen 99-Cent-Preis ausprobiert. Ja, und zwar beim Leihen und bei Kaufen ist es 1,99. 1,99. So. Das ist halt die Frage. Ne? Macht man einen hohen Preis? 8 Euro kaufen, HD. Oder setzt man es etwas tiefer an? Man rät eigentlich dazu, ja, mach es lieber höher. Wenn er mal gekauft wird, hast du halt, du kriegst ungefähr 40-45% von Amazon, von diesen 8 Euro zum Beispiel, dann sind es ungefähr 4 Euro. Dann mal diese 4 Euro, ne? Oder mache ich den Film 2 Euro, wurde vielleicht zweimal geliehen, aber es sind da eben ungefähr nur 2 Euro gekauft. Das ist halt die Frage. Oder wird er vielleicht doch öfters gekauft, geliehen? Ja, dann würde es sich ja wieder lohnen, einen kleineren Preis zu machen. Ja, diese sogenannten 99-Cent-Filme. Und das probieren wir gerade aus. Dazu auch gleich nochmal mehr. So, dann haben wir noch den Kurzfilm Blitz. Ja, jetzt habe ich auch da ein neues Vorschaubild gemacht. Ich finde es ganz nett. Habe eigentlich noch Short Movie reingesetzt. Dazu kam es gar nicht mehr. Das wurde nämlich so. Auch das Plakat habe ich neu gemacht. Im Prime ist er nicht mehr, haben wir ihn rausgenommen, weil wir gesagt haben, naja, es könnte sein, Teufel von Rudow, Leute gucken den Film und finden Susanne Kuckert irgendwie toll und entdecken, man kann, da gibt es so IMDb-Verlinkungen und entdecken einen Kurzfilm mit Susanne Kuckert und kaufen den oder leihen den. Und damit machen wir tatsächlich mehr Geld bei so einem Kurzfilm, als wenn wir über Prime den auf den Markt schmeißen, dann diese 1000 Guckminuten mit so einem 20-minütigen Kurzfilm zusammenzukriegen, also wenn man das schafft, ne, wisst, da habt ihr ungefähr einen Euro, kaum machbar. Wenn er aber wenigstens einmal im Monat gekauft oder geliehen wird, ist das nämlich schon besser. Deswegen ist er nicht bei Prime, sondern man kann ihn nur kaufen, leihen. Und das testen wir gerade. Ja, dazu auch gleich nochmal mehr. So, auf jeden Fall tragisch bei Blitz ist, dass er auch da gesperrt wurde. Also er ist komischerweise online, der Film. Ja, ich kann ihn sehen, auch sogar in der App kann ich ihn sehen. Aber ich kann nichts mehr verändern. Das ist irgendwie gesperrt. Ich habe auch den Kunstservice mal angeschrieben. Das müsst ihr auch machen auf Englisch, auf Deutsch besser nicht, denn dann übersetzen die es und können es vielleicht nicht verstehen. Also macht es auf Englisch. Das war früher besser, da war es nämlich mal auf Deutsch, jetzt nur noch Englisch. Und können versuchen, dass das wieder gerade gebogen wird, aber aktuell passiert da nichts. Aber der Film ist ja verfügbar. Warten wir es mal ab, was da passiert. Ja, ich mache noch mehr Videos dazu und dann erfahrt ihr, also vielleicht nächstes Jahr wieder eins oder übernächstes Jahr, dann erfahrt ihr mehr dazu, was passiert ist. So, dann haben wir noch den Broadcast-Killer. Ja, wird auch kaum noch geguckt. Auch da habe ich das Vorschaubild verbessert. Also Plakat, Vorschaubild, beides finde ich eigentlich ganz gut. Auch da aufpassen, ja, dass die Erwartungen nicht zu hoch gehen bei so einem Plakat. Ist eigentlich eher ein Arthouse-Film statt einem Slasher. Schwierig. Gut, ich könnte das Plakat trashiger gestalten. Tut mir natürlich in der Seele weh, um vielleicht eine andere Zielgruppe anzusprechen. Aber vielleicht wäre das sogar besser als das, was wir jetzt haben. Aber
naja, es ist halt auch wieder Arbeit und ob sich das nun wirklich lohnt, man kann es ausprobieren, aber es sind ja nicht wirklich die Summen, die hier dabei rumkommen. In diesem Moment kann ich ja vielleicht nochmal auf die Summen eingehen. Also ich sage euch jetzt hier keine direkten Zahlen, was man hier verdient. Sicherlich wollt ihr das wissen. Aber ich kann euch grob sagen, ja, dass alle Filme, die ich hier erwähnt habe, im Monat zusammen vielleicht ein Mittagessen mit Getränk ausmachen. Ja. Und damit meine ich ein Mittagessen für eine Person, ja, nicht für zwei. Also es ist wirklich wenig. Manchmal ist es eben mehr durch diese Zyklen, Halloween, Woodstock oder sonst was. Manchmal aber auch weniger. Ja, aktuell ist es wirklich extrem mau. Okay, kommen wir mal zu dem Thema Kaufen, Leihen oder Prime oder Unprime. Und wenn ja, kaufen, leihen, welchen Preis? Ne? Also ganz wichtig ist immer, wenn ihr ein neues Projekt habt, wart vielleicht schon mal im Kino oder habt viel Werbung gerade gemacht auf Facebook oder sonst wo, dann ist natürlich Kaufen, Leihen immer die erste Option, ja, weil da sind Fans, ja, Erwartungen und die würden das auf jeden Fall kaufen, leihen. Ja. Da ist irgendwie jetzt was angestaut und die wollen das wirklich haben. Und dann kaufen die das auch und dann leihen die das auch. Und dann verdient ihr am Anfang gut. So ist die Theorie. Ich selber habe es tatsächlich ja leider nie ausprobiert, aber mal gucken, demnächst wird es eine Freundin wahrscheinlich ausprobieren mit ihrer Doku. Mal schauen, was passiert. So würde ich es empfehlen und dann irgendwann, den Zeitpunkt müsst ihr dann entscheiden, ob ihr nochmal so eine Art Pressearbeit macht, wäre dann Prime dran. Ja, das ist super, wenn bei Prime, ja, geht die Kuckkurve auf jeden Fall hoch und ihr verdient auch, bei uns war es immer besser als kaufen, leihen, was man bei Prime verdient hat. Denn der Punkt ist, wenn man was bei Prime veröffentlicht, dass man macht einen Prime-Start, ja, programmiert ihr, weiß ich, in einem Monat in der Zukunft oder zwei, besser zwei, je früher, desto besser, weil Amazon Video schaltet Werbung, Neuerscheinungen bei Prime nächsten Monat und das wird, das geht rum und Leute von Newsseiten greifen das auf und kommentieren das. Das ist halt schon mal eine super Werbung und deswegen ist es wichtig, dass wenn ihr was bei Prime veröffentlicht, dass ihr da rechtzeitig das eintastet und nicht einfach nur so freischaltet. Ja, dann kann es sein, dass es verpufft. Wenn ihr jetzt aber sagt, okay, ich nehme den Film wieder runter von Prime und drei Monate später veröffentliche ihn wieder auf Prime, hey, da habe ich ja wieder Werbung, probiert es mal aus, aber ich habe das mal gemacht letztens, die Filme waren dann nicht mehr bei Prime zu sehen. Ja, das war beim ersten Mal war das tatsächlich so, da standen die Filme bei Neuerscheinungen, später dann nicht. Ganz wichtig, ja, kaufen, leihen machen, dann Prime. Und dann müsste man gucken, ob man den Film auch mal vom Prime wieder runternimmt. Aber da fehlen auch mir die Erfahrung. Also auch für euch habt ihr da Erfahrung gesammelt. Könnt ihr auch gerne was in die Kommentare dazu schreiben. Ja, ist auch immer gut, auch für die anderen. Ja, also wenn ihr Wissen habt dazu, zum Thema, total gern rein in die Kommentare damit. Und wie das nun bei Kaufen, Leihen ist, ob da auch was gepusht wird bei Amazon. Also es sieht irgendwie nicht so aus. Man kann das so veröffentlichen und ihr werdet wahrscheinlich, in der App sieht man es auch ganz gut, kürzlich hinzugefügt, steht da, glaube ich. Und dann seid ihr wahrscheinlich auch irgendwo mit dabei. Aber ich denke mal, Prime wird auch nochmal mehr gepusht. Es gibt auch YouTuber, die eben Neuerscheinungen auf Amazon kommentieren, Netflix und so weiter. Also das ist natürlich schon eine coole Sache. Und das funktioniert bei Kaufen, Leihen nicht. So, wie ist denn der Anfangspreis? Ja, ihr wisst, ihr habt ja verschiedene Preise, HD, SD und dann nochmal Kaufen, Leihen. Und das in allen Rubriken, also ihr habt vier Preise theoretisch. Und nur haben wir es tatsächlich lange so gemacht bei unseren Filmen, dass klar, SD, Leihen war irgendwie das günstigste, so mit 1 oder 2 Euro. Und dann ging das aufwärts bis 8 oder 9 Euro für HD kaufen. Ja, das war die obere Fahnenstange. Und ich glaube, am Anfang ging es auch so, dass da im Monat vielleicht mal so 4-5 Euro im Schnitt dabei waren. Aber ich habe mal jetzt geguckt hier in den letzten Wochen, Monaten, ganz schlecht. Ja, da waren zwar nur noch so um die 2 Euro. Drei will ich gar nicht sagen. Ich glaube, es war kaum ein Monat dabei, wo wirklich 3 Euro standen als Einnahmen für Kaufen, Leihen. Also es ist wirklich kaum noch was passiert. Oder hat mich jemand nochmal auf die Idee gebracht, hey, mach doch mal so einen 1-Euro-Preis. Und das habe ich jetzt einfach mal ausprobiert. Ich habe alle Filme außer den Hippie sind HD
kaufen 2 Euro, also 1,99 und leihen 99 Cent. Beim Hippie ist es jeweils 1 Euro teurer, aber auch günstig. Und das beobachte ich. Also was könnte ich erstmal dazu sagen? Im Oktober lief es sehr gut. Da waren es nämlich fast um die 8 Euro. Aber da waren eben auch eine Menge Teufel von Rudo dabei, die gekauft, geliehen wurden, wahrscheinlich wegen Halloween. Anfang November waren auch noch mal ein paar Einnahmen. Könnte auch sein, dass es so Halloween-Nachschlag war. Denn jetzt aktuell, wir haben jetzt 13. November 2020, Freitag der 13. Ist leider nicht wirklich noch was passiert. Ja, also im November sind wir jetzt bei 1,50 Euro oder 2 Euro fast. Also das mit dem 99 Cent Preis war eine gute Idee, funktioniert auch erstmal nicht. Ich warte es mal ab und ich sag mal, im nächsten Video würde ich euch davon dann berichten, wie es lief. Ich lasse das jetzt mal so ein halbes Jahr so laufen und mal gucken, was passiert. So, und ich habe euch erzählt, wir haben noch den Kurzfilm Blitz und Broadcast Killer. Beide sind jetzt nicht bei Prime dabei. Na, mal schauen. Also da wäre es ja schon cool, wenn wenigstens einmal im Monat da was gekauft oder geliehen wird bei beiden Filmen. Das wäre dann schon mal mehr, als wir je bei Prime im Monat so verdient haben in den letzten ein, zwei Jahren. Ja, nicht die Anfangswelle. Da war es bei allen Filmen eigentlich immer ganz nett. Da gab es immer diesen Hügel bei Prime. Ne? Nicht vergessen, das erwähne ich immer wieder. Ist auch nicht so, dass ihr dabei reich werdet, aber das ist immerhin nett. Okay, das Vorschaubild, da habe ich ja eben schon ein bisschen was erzählt. Das ist wirklich wichtig, denn das sieht man halt als erstes, wenn man da sich durch das Prime-Menü switcht auf dem Fernseher. 16:9 Bild, wirklich wichtig. Macht das schick, macht das schön. Ja, muss ein Hingucker sein. Macht das professionell. Und so, dass es den Erwartungen des Filmes entspricht. Ja, so würde ich das jetzt mal sagen. Ja, dabei ist es wirklich wichtig auch, dass ihr Amazon den Fire Stick habt. Also klar, ihr seid Amazon Prime Mitglied, das wäre schon mal gut, damit ihr das ganze System auch besser versteht, wenn ihr selber Kunde seid. Und diese 7 Euro im Monat würde ich auf jeden Fall ausgeben. Und der Fire Stick kostet jetzt auch nicht die Welt. Ja, das sind, der 4K kostet, glaube ich, so um die, was jetzt, 60 Euro. Und der ist auch manchmal runtergesetzt, nicht nur am Black Friday. Also alle 2-3 Monate gibt es irgendwie ein Event bei Amazon, wo der auch nur noch so um die 20-30 Euro kostet. Wenn nicht, holt euch den HD-Stick. Aber ich empfehle immer den 4K, weil der einfach, der hat einen größeren Prozessor und der ist einfach ein Tick schneller. Ja, ganz wichtig. Und dann versteht ihr das ganze System auch mit der Sprachsteuerung und dem Durchklicken. Und dann seht ihr auch, wo euer Vorschaubild eingebettet ist in dem ganzen Ding, ja, in dieser ganzen App. Und das ist wichtig. Und wenn ihr das seht, wie das so funktioniert, dann könnt ihr euch vielleicht auch besser darauf einstellen, wie euer Vorschaubild aussehen soll, ja, und welcher Umgebung euer Film sich bewegt. Ja. Man sieht ja auch, welche Filme dann vorgeschlagen werden hinter eurem Film. Ja. Und ihr könnt euch vorstellen, dass hinter diesem Film auch euer Film vorgeschlagen wird. Also es ist ganz wichtig, ja, in welcher Umgebung bewege ich mich, und das einfach mal zu beobachten, zu analysieren. Das ist halt wichtig, deswegen Fire Stick, Prime-Mitgliedschaft. Ich will es euch nicht aufdrücken, aber es ist auf alle Fälle nicht verkehrt, das zu haben. Klar, ihr könnt ja immer so ein Prime auch auf dem, im Browser, im Computer schauen, aber es ist irgendwie nicht ganz so das Gleiche. Wir können ja mal kurz Teufel von Rudo uns mal hier anschauen bei Prime. Ich gucke mal hier rein. So, Teufel von Rudo. So, ihr seht, hier ist der Teufel von Rudo. Einmal natürlich Uncut ist die DVD, die gibt es tatsächlich immer noch. Und hier oben ist die Prime-Mitgliedschaft. Ich könnte es jetzt direkt anklicken. Man sieht hier auch das Plakat, wenn man so sucht. So, jetzt klicke ich mal hier rauf. Zack, da kommt das Hintergrundbild. Das ist wichtig, das sieht hier so aus. In der App sieht es wieder ganz anders aus. Da oben seht ihr die schlechten Bewertungen. Obwohl, hier ist gar nicht so schlecht. Ne? Das ist irgendwie so eine Art 2,54 bei Amazon. Naja, auf jeden Fall, die IMDb-Bewertungen sind natürlich noch schlechter. So ist es halt. Und hier seht ihr auch schon Filmkunden, ne, die diesen Titel gesehen haben, haben auch diese hier gesehen. Ne? So ein paar Horror-Trash-Dinger. So ist es halt. Ne? Diese Filme
sehen auch gar nicht so schlecht aus, was die Vorschaubilder betrifft. Was, ja, da muss ich aber noch mal ein bisschen nachlegen. Ja? American Poltergeist, krass. Wir gucken mal noch mal hier Blitz. So, da ist Blitz mit dem neuen Plakat. Ja, wobei, es gibt noch neueres, aber egal. Bin froh, dass überhaupt das da ist. Das Hintergrundbild habe ich eigentlich auch schon wieder erneuert von Susanne. Das sieht eigentlich, habe ich es noch unschärfer gemacht, ein bisschen bläulicher. Schade, wurde alles nicht akzeptiert, aber ihr seht, HD leihen und kaufen, das ist noch da. Die Bewertungen sind hier leider auch nicht so gut, obwohl der Film eigentlich eine ganz schöne Stimmung hat. Und auch hier seht ihr, es sind so Kurzfilme, die hier unten vorgeschlagen werden. Und ich wette, am Ende dieser Filme könnte es sein, dass Blitz auch vorgeschlagen wird. Die sind allerdings auch alle Prime, ne, wie ihr seht. Macht, glaube ich, auch Sinn. Ne? Also dieses 1-Euro-Experiment gucken wir uns jetzt einfach mal ein paar Monate an. Und dann öffnen wir wieder die Filme, die gehen für Prime. Bei Blitz geht es gerade nicht, aber vielleicht können wir das mal ändern. Da gucken wir einfach mal. Ne? So, Broadcast Killer. Gucken wir uns da mal das Vorschaubild an. Hintergrundbild ist gar nicht so schlecht. Zwei Frauen, zieht auch. Kein Prime. Und es sind tatsächlich auch Horrorfilme, ja, die gleichen eigentlich wie eben, die diesen Film hier vorschlagen. Naja, also richtig viel kann da ja nicht passieren. Also gut, vielleicht ist es eben dieses Hintergrundbild auch einfach zu nett, was wir hier sehen. Ja, das müsste man auch nochmal überdenken. Es sind eigentlich zwei Frauen, das ist schon gut, aber so, weiter geht's. Amazon Star, kennt ihr das? Es gab mal so einen Millionentopf, aber das gab es echt nur am Anfang. Also $1 Million. Und die besten Filme in diesem Amazon Video Direct Programm wurden belohnt. Ja, da sind wir aber nie reingerutscht. Und ich habe mir mal so eine Liste irgendwann mal schicken lassen. Ich weiß gar nicht, ob ich die finde. Wenn ja, dann blende ich die mal ein. Da hat man uns intern mal so geschickt, ja, was für Filme da drin sind. Das waren auch eigentlich nur so Trash-Filme. Aber gibt es tatsächlich auch gar nicht mehr. Ich habe dann irgendwann mal gegoogelt danach. Auch keine Antwort mehr vom Service erhalten. Das kann man also getrost vergessen. Also wenn ihr das mal googelt, nein, das gibt es nicht mehr. Künstliche Intelligenz, das ist echt spannend. So, ich habe ja über alte Filme geredet, die wir haben. Die sind mal 15, 20 Jahre alt und die Filme wurden auf SD-Auflösung gedreht. Na, da gab es eben noch keine HD-Kameras. Und das ist so ein bisschen schade. Ja? Man will ja qualitativ gut dabei sein. Und es gibt aber Möglichkeiten, nicht nur hochrechnen. Ja, dann rechnet das scharfe Bild ja nur in HD unscharf hoch. Aber mittlerweile gibt es Software. Ich will da gar nicht so tief drauf eingehen. Aber das entwickelt sich immer weiter, wird immer besser. Und diese Software rechnet das wirklich scharf und kann aufgrund von Erfahrungen da ja fast ein gutes HD-Bild draus machen. Da sind wir noch am Anfang, das funktioniert schon gut, aber es wird immer besser. Und diese Software macht das schon sehr gut. Ja? Am besten natürlich, wenn sie altes, unscharfes Filmmaterial hat, dann kann ich das ganz gut hochpolieren. Und bei Video geht das auch. Da, wir haben aber nun auch Fehler bei Video, ja, so Kantenanhebungen, so schwarze Linien, Kontrastlinien, um das Bild schärfer zu machen. Ja, sowas haben alte Videokameras verwendet. Und das rechnet der dann auch irgendwie hoch, diese Software. Das sieht eben nicht so schön aus. Es gibt aber drei Filme, die wir jetzt so in dieser Software hochgerechnet haben. Zum einen ist es Der Teufel von Rudo. Ja, guckt also euch diesen Film mal, guckt da mal rein. Das ist aktuell die KI-Version und auch Blitz. Auch Blitz liegt in der KI-Version vor. Vielleicht ist die ein bisschen weich gezeichnet. Bei Teufel und Rudo habe ich da zwei Versionen gemischt. Die ist nicht ganz so weich gezeichnet. Finde ich eigentlich ganz schön gelungen. Und so scharf, ja, so scharf habe ich den Film tatsächlich noch nie gesehen. Also es lohnt sich schon, das da mal reinzugucken. Es ist aber eben bei Weitem noch nicht perfekt. Ja, diese Software wird ja immer besser und ich erwarte mir da noch einiges. Bei Broadcast Killer liegt eine Version vor, die haben wir aber noch nicht hochgeladen. Die sieht noch besser aus, weil diese alte Videokamera damals hatte einen 16:9 Chip und eine ganz gute Auflösung.
Und da funktioniert diese Software halt noch besser. Kommt aber demnächst. Okay, und wenn ich schon so ausgedehnt darüber rede, dann hier mal ein kurzer Blick in das Material. Das hier ist ein früher Rendertest. Ja, gegenüber dem Original sieht es schon wesentlich schärfer aus, was ihr hier seht, bringt aber Fehler mit sich. Ich hoffe, ihr habt eure Erwartung nicht zu hoch geschraubt, denn das hier sieht noch lange nicht so gut aus wie ein moderner oder ein alter, aber gut abgetasteter 35mm Film. Aber wartet mal ab, in ein paar Jahren sieht das wesentlich besser aus. Das aktuelle Problem aber hier ist, wenn man sich das Bild genau anschaut, meiner Meinung nach 40% ja, ist die Software einfach noch nicht weit und gut genug, hat noch nicht genug Erfahrung. Und das andere 60% Problem ist die Kamera, meiner Meinung nach. Ja. Denn der fehlt es damals an Kontrast. Ja, die Optik war nicht scharf genug, hat aber damals gereicht für diese Auflösung. Und dann gab es auch noch einen ganzen Löffel voll elektronischer Verstärkung. Und das seht ihr hier in diesen merkwürdig hell-dunklen Linien, ja, in der Umrandung bei Personen oder auch Gegenständen. Das diente dazu, um das Bild dann doch wieder scharf zu bekommen. Und das wird durch die KI natürlich auch nur hochgerechnet, scharf gerechnet. Ja. Aber mal schauen, wenn die Software auch das erkennt und wegrechnen kann. Ja, das sind spannende Aussichten. Hier nochmal einen kurzen Blick auf den Broadcast-Killer. Ja, auch hier, das sieht eigentlich ganz gut aus. Was ist denn mit Sonja? Diese Software heißt, das kann ich euch auch nochmal sagen, ich vergesse es immer wieder, das hieß mal Gigapixel AI und heißt nun Video Enhance AI, Artificial Intelligence. Und es ist halt diese Software entwickelt sich ständig weiter. Ich glaube, mittlerweile muss man Sachen hochladen, die rendern das und dann kriegt man es wieder runter. Deswegen nur grob dieses Thema für euch. Ja, irgendwann habt ihr halt so eine Art CGI-Film, der gar nicht mehr so mal aufgenommen war, aber doch so aussieht wie der unscharfe SD-Film damals, aber viel schärfer. Also das ist schon eine ganz spannende Entwicklung, was da so passiert. So, weiter geht's. So, jetzt kurz zum Amazon Prime-Logo. Darf ich das für öffentliche Werbung benutzen? Und ja, ihr dürft. Ja, ich klicke mal hier auf so einen Link. Den tue ich euch auch unter das Video legen. Klar, dass dieser Link natürlich jetzt hier nicht geht. So, und in diesem Link, den werde ich euch auch unter das Video legen, wird erklärt, wie ihr dieses Logo verwenden dürft. Und so weiter und so fort. Ja, hier geht es nochmal um die Vorschaubilder, was ihr hier gerade seht. So, Merchandising, Hyperlapse, Boom. Na gut, das ist dann Marketing. Also es ist interessant, es gibt tatsächlich einige Hilfsmittel bei Amazon Prime. Und ist ja klar, wenn ich hier was mache, dass das dann... Auf jeden Fall dürft ihr das Logo verwenden. Aber eben mit bestimmten Regeln. Da gibt es halt zwei Links zu. Ich lege sie euch unter das Video. So. Vielleicht noch kurz zum Thema Werbung machen. Das ist halt total wichtig, wenn wirklich eure Filme erfolgreich laufen sollen. Ja, dann ist natürlich Werbung total wichtig. Heute aber nur kurz zu dem Thema, weil ihr wisst, ihr seht ja selber, wir sind nicht wirklich erfolgreich mit diesen Filmen. Und ihr wisst selber, TikTok, Instagram, Facebook, das sind so die Sachen in erster Linie, wo ihr gut Werbung machen könnt. Klar, mittlerweile Plakate kleben, das tut ja kaum einer, aber mittlerweile gibt es immer mehr digitale Werbebanner an Haltestellen, Bahnhöfen. Guckt euch das mal an, ja, da gibt es Val de Dux von Wall. Und da habe ich noch einen anderen Anbieter jetzt gesehen. Auch da könnt ihr eben für 80 bis 120 Euro am Tag Werbung schalten, die da so in Schlaufen laufen. Vielleicht nicht uninteressant. Ich denke immer bei uns beim Teufel von Rudo, ja, wenn man da in Rudo irgendwie sowas schalten würde, ja, vielleicht würde das ja was bringen, aber um da jetzt 80 Euro in den Topf zu werfen und nachher 60 rauszubekommen, es lohnt sich bei so alten Sachen nicht. Aber bei neuen Sachen könnte es durchaus Erfolg haben. So, jetzt sind wir fast am Ende. Jetzt stelle ich euch gleich noch einen YouTuber vor, der seine YouTube-Serie auch auf Amazon hochgeladen hat. Da macht es Sinn. Das ist nämlich eine Tattoo-Serie.
Und ich stelle euch jetzt nochmal zwei vor, die jetzt auch auf Amazon Prime sind oder da sein werden. So, das ist zum einen der Steffen Hacker, ja, der hat Ingenium, einen Science-Fiction-Thriller gemacht. Also eigentlich ist es ein Thriller, aber auch ein bisschen Science-Fiction. Lief auf vielen Festivals und der hat aber einen Vertrieb und der Vertrieb kümmert sich um diese ganzen Auswertungen, Blu-ray und auch Uploads auf diesen Plattformen. Und auf Amazon ist er auf jeden Fall zu sehen. Wir können mal gucken. So, hier sieht man schon, hier ist der Film. Hier links ist die Blu-ray. Könnte man kaufen für 18 Euro. Da gibt es, glaube ich, gar keine DVD, oder? Plus DVD? Okay, cool. Oder ihr könnt den auch bei Prime Video kaufen. Da können wir mal raufklicken. Trailer kann man sehen. Okay, kaufen 10 Euro oder leihen 5 Euro. Ne, passt, weil die Blu-ray gibt es ja auch noch. Da ist natürlich eine Menge Fan-Footage drin. Also wirklich tolles Making-of-Material. Deswegen lohnt sich das für Sammler. Das ist auch so ein Punkt, wenn ihr halt in so einer Sparte wie Science-Fiction, ja, da gibt es wirklich Leute, die kaufen auch so eine Sachen. Das ist wirklich gut und auch wichtig. Da funktioniert das. Deswegen kann man da auch noch DVDs oder besser in dem Sinne da eine Blu-ray rausbringen. Im Doku-Bereich weiß ich nicht, ob da sich eine Blu-ray noch lohnt. Auf jeden Fall sind da DVDs, dann könnte man noch auf den Markt schmeißen. Und ihr seht, es gibt kein Prime, weil dann würde man sich das wahrscheinlich alles zunichte machen. Das kommt dann wahrscheinlich irgendwann später. Keine Ahnung, das weiß ich mich jetzt nicht. Aber auf jeden Fall habt ihr hier diesen Thriller. I am Guy. Was macht ihr morgen? Guy macht mir den Reiseführer und zeigt mir Bangkok. Schön. Ich denke, Mann! Du! Naja, was ziemlich cool ist an diesem Film eben, ist, der Steffen Hacker ist halt auch Visual Effects Supermeister und klar, er hat den Film auch Regie gemacht, wo waren noch eine Menge Szenen drin, die er echt komplett gebaut hat. Ne? Also vor Grün aufgenommen und hat er visuelle Welten gebastelt aus Material, die er so gesammelt hat durchs Fotografieren. Und das ist schon sehr beeindruckend. Allein deswegen lohnt sich das sich mal anzugucken. Aber der Film ist auch so spannend und ein schöner kleiner Thriller. Und ich wünsche dem ganz, ganz viel Erfolg. Und auch da könnt ihr einfach mal reingucken. Es läuft eben auf Prime Video. Also Prime Video heißt eigentlich Quatsch. Es heißt kaufen, leihen und auf Prime ist er nicht. Ich sage auch manchmal Stream dazu, aber kaufen, leihen ist ja auch Stream. Also immer schwierig mit den Begriffen. Jedenfalls könnt ihr ihn streamen, dem Film, dem ihr ihn kauft oder leiht. So, ein anderes Projekt, was leider noch nicht online ist, ist das von einer guten Freundin von Jana Kesdorf. Die hat eine Koba-Doku gedreht, Experiment Sozialismus. Die kommt demnächst. Also ich würde mal sagen, ihr könnt auch hier unter dem Video einfach mal schauen. Sobald der Film da zu sehen ist, würde ich den Link da platzieren. Auch da können wir mal in den Trailer reingucken. Der Film ist auf der Sony A7S gedreht und auch ziemlich technisch alles sehr schick und auch ein toll erzählter Film. Schauen wir mal rein. Die Täuschung ist eine Kunst, die der Kapitalismus mit dem Sozialismus teilt. Wächst du in der kapitalistischen Welt auf, wirst du manipuliert von den Unternehmen. Lebst du in einem Land wie Kuba, manipuliert dich die Partei. Bevor ich mich in einer fremden Welt durchschlagen musste, war ich, Arsenio Moreira, der jüngste bis Nero aller Zeiten. Bis wir plötzlich von hier verschwinden mussten, ohne dass ich überhaupt kapierte, weshalb. Außer einer gottverlassenen Hütte im Dschungel und ein paar Familienfotos ist mir in Kuba nichts geblieben. Das Land, in dem ich geboren wurde,
ist mir längst fremd geworden. Seit Jahrzehnten müssen die Kubaner ums Überleben kämpfen. Yes. Ende der 80er haben sie 85% ihres Handels mit den sozialistischen Bruderstaaten abgewickelt. Era un socialismo que no llevaba la eficiencia económica. Hemos construido el socialismo que hemos podido y no el que hemos querido. Warum wollen Sie den Sozialismus überhaupt behalten? Nosotros no cambiamos nuestro sistema económico. Esta revolución es solo. Tiene que haber mejoría, tiene que ser bueno. Si leemos la historia, vemos que hemos sido una colonia dependiente de otra metrópoli. El embajador de Estados Unidos mandaba más que el presidente cubano. ¿Qué tú haces a esta hora aquí en la calle? No, que yo, tú eres revolucionario. Y amanecía muerto. El único bloque diferente de Estados Unidos era el bloque socialista. Pero esto es de socio, no es socialismo. Ahora, ¿qué va a ser el final del producto cubano? Los cubanos, principalmente nosotros los jóvenes, queremos cambio. Yo nací con el socialismo y yo muero con el socialismo. Nosotros no somos capaces de hacer sustentable, económicamente sustentable, nuestro proyecto, perdemos el socialismo. Naja, toll. Ja, leider hat es diesen Film auch hart getroffen, denn er kam zu Corona-Zeiten in Kinos. Kurz vorher ist er gestartet mit ein paar Kopien und mit Diana als Vortragende und das lief ziemlich gut. Nun kam dann Corona und naja, und dann ist er Spätsommer nochmal neu gestartet, der Film. Aber leider bei so wenig Publikum, es fand eben nicht so viel Anklang, wie es hätte sein müssen. Das ist wirklich schade, ne? Also Leute, Independent-Filme, die jetzt in die Kinos kamen, haben eben doch unter Corona stark gelitten. Das muss man leider so sagen. Deswegen ist es jetzt umso wichtiger, diese Filme auch zu unterstützen. Auch da, wenn euch jetzt der Trailer gefallen hat, ich finde den echt toll, schaut euch diese Doku an. Kauft sie oder leiht sie. Und freut euch am Independent-Kino. So, und nun zu guter Letzt kommt noch ein YouTuber, der Olli, und der stellt seine Serie vor, die er auf Amazon Video hochgeladen hat. Und zwar Tattooing über alles. Ja, so heißt das. Das sind so mehrere Staffeln. Und er hatte, glaube ich, die zweite hochgeladen. Da hat er mir das Interview gegeben. Ich glaube, mittlerweile ist es schon die dritte Staffel. Wir gucken mal kurz rein. Da drücken wir alles. Staffel 2. Aha. Folge 6. Ach, guck, da habe ich schon reingeguckt. Und mal gucken. Ah, es gibt auch schon eine dritte Staffel. Die erste Staffel ist nicht mehr unter Prime. Da gucken wir nochmal kurz. Aha, Folge 1, Folge 2, Staffel 1, kaufen, leihen. Und ich würde sagen mal, du stellst jetzt das Projekt mal vor. Ich spiele jetzt einfach diese Videos dazu mal ein. Viel Spaß für die Zuschauer. Ich verabschiede mich schon mal. Ja, ihr könnt meinen Camera-Check-Channel natürlich gerne abonnieren. Ja, da würde ich mich total freuen. Und es geht halt um Kameratechnik, Filmmaking. Und ihr habt jetzt noch Spaß mit Tattooing über alles. Der Olli erzählt euch jetzt alles darüber. Ich habe ihm noch die Fragen gestellt, die blende ich ein. Und ich würde sagen, viel Spaß und let's go. Hi Martin, danke, dass ich in deinem Video und an deinem Blog teilnehmen darf. Du hattest mir ein paar Fragen zugeschickt zum Thema Amazon Prime bzw. Amazon Video Direct. Und möchte ich dir gerne bei helfen. Das heißt, ich werde mich erstmal kurz vorstellen. Mein Name ist Oliver Steinkrüger. Manche kennen mich vielleicht in der Tattoo-Szene auch unter Buddy Olli. Ich bin seit 14 Jahren Tätowierer, mittlerweile Mitbesitzer von Amboss Tattoo in Gelsenkirchen und jetzt seit circa 2,5 Jahren bis 3 Jahren ungefähr betreibe ich das Videoprojekt Tattooing über alles mit meinem Freund Sascha Wiesley und wir haben da bisher
auf YouTube und auf Amazon jetzt gesetzt. Das heißt, auf YouTube haben wir kurze Clips, Videos und Interviews mit diversen Tätowierern. Und die Dokumentation, die länger sind, das heißt im Rahmen von 45 bis 60 Minuten, laufen auf Amazon Prime. In der ersten Staffel auf Amazon haben wir verschiedene Videos zusammengefügt zur ersten Staffel. Das heißt, thematisch sind die unabhängig voneinander. Das heißt, die erste Staffel bzw. die erste Folge in der ersten Staffel ist über Andreas Köhn von The Sinner and the Saint Tattoo in Aachen. Wir haben Andreas für die erste Episode ausgewählt, weil er meiner Meinung nach einer der wichtigsten Tätowierer in Deutschland ist, weil er sich sehr umfangreich dem Thema Tätowieren verschrieben hat. Die zweite Folge in der ersten Staffel handelt über Heiko Gantenberg, Heiko Gantenberg von Top Notch Tattoo in Mal. Heiko hat 2,5 Jahre die Welt mit dem Motorrad umrundet und auf dieser Reise natürlich in verschiedensten Studios, aber halt auch gerade im Bereich Borneo mit vielen indigenen Völkern gelebt und auch tätowiert, was in der zweiten Folge dann behandelt wird, das ganze Thema. Die dritte Folge aus der ersten Staffel ist gewidmet dem Projekt Nachlass Wahrlich. Christian Wahrlich war so einer der ersten Tätowierer Deutschlands, wo man weiß oder niedergeschrieben hat quasi seinen Werdegang in etwa. Das Ganze hat jetzt Ole Wittmann, Kunsthistoriker aus Hamburg, vor einigen Jahren aufgegriffen und sich diesem Nachlass verschrieben und viele Sachen zutage gefördert, die bis vor einigen Jahren noch nicht bekannt gewesen sind. Die zweite Staffel behandelt die Tribal Tattoo Tour. Die Tribal Tattoo Tour ist organisiert worden vom Tribal Fanzine aus Amerika und wurde dann umgesetzt hier in Europa. Und wir haben mit einem Nightliner für 10 Tage quer durch Europa uns auf den Weg begeben. In insgesamt 7 Stops, davon 6 Tattoo-Studios und eine Tattoo-Convention besucht. Die Tätowierer, die auf dem Bus waren ausschließlich alles Amerikaner, insgesamt 16 Stück an der Zahl, und die Jungs haben dann in den jeweiligen Studios oder auf der Convention dann halt dementsprechend gearbeitet. Das heißt, tagsüber tätowieren, nachts im Nightliner weiterfahren zum nächsten Stop und dann, ja, sleep and repeat. Wir haben für die Tribal Tattoo Tour mehr Werbung gemacht als für die ersten Staffeln. Bei den ersten Staffeln war es halt so, dass bis wir die Tribal Tattoo Tour angefangen hatten, nur als Kaufversion auf unserer eigenen Seite hatten und haben da dann halt gemerkt, dass die Kaufzahlen dann doch im sehr überschaubaren Bereich sind. Mit dem Schritt auf Amazon Prime, mit der Tribal Tattoo Tour, kam uns dann halt zugute, dass wir halt mit 16 Tätowierern ja auf der Tour gewesen sind, sodass nicht nur wir Werbung für die Tour gemacht haben, sondern gleichzeitig alle Tätowierer an sich. Dementsprechend war das so ein bisschen ein Schneeballsystem, dass halt nicht nur die Tätowierer, sondern dann auch wieder deren Freunde und Bekannte das Ganze dann wieder weitergeteilt haben, und das hat dann am Ende dazu geführt, dass wir dann gute Ergebnisse erzielt haben aus meiner Sicht. Das heißt, ich glaube, den ersten 2 Monaten haben wir knapp 250.000 geguckte Minuten gehabt, was dementsprechend bei die ganze Staffel sind insgesamt ungefähr, wenn man alle 7 Folgen zusammennimmt, ungefähr 240 Minuten. Das heißt, rein rechnerisch müssten dann ungefähr 1000 Leute es gewesen sein, die sich dann von Anfang bis Ende das Ganze dann angeguckt haben. Das kann man ja leider dann nicht hundertprozentig nachverfolgen, ob es jetzt wirklich dann halt 1000 waren, die es zu Ende geguckt haben, oder dann halt noch mehr Leute, die es dann aber halt einfach dann nur episodenweise oder zeitweise dann geschaut haben. Aktuell haben wir die Staffeln in Deutschland natürlich veröffentlicht und auch auf dem englischen bzw. amerikanischen Markt. Japan haben wir bisher ausgelassen, weil das Ganze, ja, ich glaube, für unseren Bereich, cut nochmal neu. Antwort Frage 3.
Bisher haben wir nur auf den deutschen, englischen und amerikanischen Bereich gesetzt. Wir könnten uns noch mit dem japanischen auseinandersetzen. Allerdings muss ich sagen, da bin ich nicht hundertprozentig von überzeugt. Wir setzen jetzt bewusst auf den amerikanischen Bereich, weil wir jetzt mit der zweiten Staffel halt mit Amerikanern auch zusammengearbeitet haben, beziehungsweise auch in Zukunft noch zusammenarbeiten werden. Ich muss sagen, in gewisser Weise wurden sie erfüllt, weil wir einfach den Schritt, was ich gerade ja schon sagte, von Kaufversion auf Prime uns aus dem Grunde uns dazu entschieden haben, weil wir einfach eine größere Anzahl von Leuten auf uns aufmerksam machen wollten. Und heutzutage ist es nun mal so, bei der ganzen Masse an Videos, Dokus und Clips und was auch immer auf YouTube, Prime, Netflix und so weiter alles möglich ist zu gucken, haben wir einfach gemerkt, dass für diesen Nischen, auch wenn es ein Nischenbereich ist, oder vielleicht auch gerade dessen, weil es ein Nischenbereich ist, die Leute nicht so dramatisch bereit sind, Geld dafür zu bezahlen, wenn da die Möglichkeit ist, im Gegenzug halt was umsonst gucken zu können. Das war dann dementsprechend die Motivation, überzuwechseln, damit wir halt einfach mehr Leuten das Ganze zur Verfügung stellen können bzw. zeigen können. Denn am Ende des Tages den Aufwand, den wir jetzt dann betreiben, was für jede Doku bisher immer in einem Rahmen von circa 5 bis 8 Monaten gelegen hat, ist dann halt einfach, man will es ja den Leuten dann auch zeigen, ne? Und geht dann auch dementsprechend darauf ein, dass man dann zwar am Ende, wenn man jetzt einen gekauftes Video hat, verdiene ich natürlich mehr daran, als wenn jetzt die ganze Geschichte dann bei Amazon halt läuft. Aber wie gesagt, man will ja in erster Linie halt dann auch sein Produkt möglichst vielen Leuten dann halt zeigen, sodass es dann halt sich dann vielleicht auch eine kleine Gruppe bildet, die dann nach und nach die weiteren Sachen dann ebenfalls schaut. Wir haben bisher noch nicht viel Werbung geschaltet, außer jetzt eigene Posts auf den Instagram-Kanälen. Das heißt Videos in den Profilen bzw. halt in den Stories. Wir werden jetzt aber Anfang des Jahres dazu übergehen und dann halt auch gesponserte Clips bzw. dann halt Werbung zu schalten halt auf Instagram, um da die Reichweite im Idealfall halt noch zu erhöhen. Ja, ansonsten hatten wir im letzten Jahr halt mit einer Plattform auch aus Amerika halt zusammengearbeitet. Das heißt, es ist ein Podcast in Amerika, der auf YouTube und auf sämtlichen Podcast-Kanälen halt läuft, wo wir halt Werbung geschaltet haben. Die Resonanz darauf war überschaubar auf jeden Fall. Nächstes Jahr haben wir die Möglichkeit, in Aachen auf der Tattoo Convention uns zu präsentieren. Und zwar wird das Ganze, der Name ist noch nicht hundertprozentig fest, aber der Projektname aktuell ist Tattooing über alles Kino. Das heißt, wir werden auf der Messe einen eigenen Raum zur Verfügung gestellt bekommen, wo wir über 3 Tage lang dann halt unsere Dokumentation zeigen können. Und da freue ich mich auf jeden Fall auch schon sehr drauf. Das Positive an der Entscheidung, uns mit Amazon auseinanderzusetzen, ist auf jeden Fall, wie gesagt, die Eroberung an Reichweite. Das ist mit weitem Abstand auf jeden Fall auch der positivste Aspekt an der ganzen Geschichte. Leider muss ich sagen, finde ich im Umgang und das ganze Handling von der Seite sehr kompliziert. Mittlerweile hat man sich so ein bisschen man muss sich sehr reinfuchsen auf jeden Fall und hat jetzt schon einige Erfahrungen mit der ganzen Plattform gemacht. Allerdings war es dann halt zum Beispiel jetzt bei der Tour auch so, dass wir dann Probleme mit den Untertiteln halt bekommen haben, was wir halt bis dahin nicht wussten, dass die Untertitel bzw. dass es in Amerika halt vor einigen Jahren halt ein Gleichstellungsgesetz gab, dass halt dementsprechend auch Taubstumme die ganzen Serien und Folgen nachvollziehen können müssen. Bis dato war es dann halt so, dass wir alles, was Englisch gesprochen wurde, Deutsch untertitelt haben und alles, was Deutsch gesprochen wurde, Englisch untertitelt haben, was für uns natürlich auch vollkommen Sinn gemacht hat.
für die Jungs in Overseas leider nicht. Das heißt, wir mussten dann halt relativ spontan zusehen, also Sandra, unsere Untertitlerin, vorrangig. Ich habe ihr ein bisschen dabei geholfen, aber sie hat das Ganze dann, die 240 Minuten dann in knapp 2 Wochen halt nochmal durchgejubelt und da bin ich ihr nach wie vor auch sehr dankbar für, dass das alles so sehr schnell funktioniert hat. Was einen selbst dann aber natürlich, wenn man eh schon das Ganze raushauen und veröffentlichen möchte, dann immer wieder vor Hürden halt stellt. Und solche Hürden aus meiner Sicht oder den Erfahrungen, die man bisher gesammelt hat, tauchen immer wieder auf und es werden immer wieder Neuerungen halt auch an der Seite dann halt vorgenommen, die aus meiner Sicht nicht gut kommuniziert werden. Und das heißt, die Sachen werden dann, bevor sie freigegeben werden, man lädt die Sachen halt hoch, fügt halt alle seine Sachen oder füllt alle Sachen aus, die man ausfüllen muss und so weiter und so fort und muss dann erstmal wieder warten auf Amazon, bis dann halt dementsprechend reagiert wird. Dann kann es halt sein, dass Fehlermeldungen erst Tage später halt kommen, um die man sich dann halt wieder kümmern muss. Dann wird wieder neu hochgeladen und das ganze Prozedere hat bei der einen oder anderen Doku dann wirklich mehrere Wochen dann halt auch gebraucht, bis dann endlich alles soweit war und veröffentlicht werden konnte. Zeitraubend, teilweise nervig und ja, also da sehe ich definitiv halt noch größeren Handlungsbedarf. An sich aber, wie gesagt, ist es im Grunde für Leute im, ich zähle mich jetzt einfach auch mal zu dem Independent-Filmbereich, eigentlich fast ausschließlich die einzige Plattform, von der ich weiß, wo man halt viele Leute auf der einen Seite erreicht und wenigstens ein bisschen Geld dann halt mit seiner Arbeit verdient, ne? Wenn man nicht halt auf die Kaufversion dann halt setzt. Ja, wir werden eine dritte Staffel drehen, beziehungsweise die dritte Staffel hat jetzt sogar auch schon angefangen und zwar mit 2 Folgen This is Cambodia. Ich war Anfang des Jahres in Kambodscha für 3,5 Wochen und der ganze Trip war sehr, sehr ungeplant. Das heißt, ich habe meine Tattoo-Maschinen mitgenommen, habe das Filmequipment mitgenommen, hatte eine Anlaufstelle, die aber auch nicht so 100% wussten, dass ich halt komme, weil die Kommunikation im Vorfeld halt sehr schwierig gewesen ist und bin dann nach Kambodscha gefahren, beziehungsweise geflogen. Habe da dann ja, mich spontan auf alles eingelassen. Das heißt, für mich war die Prämisse, wenn ich viel tätowieren kann, werde ich das machen. Wenn ich viel gutes Material vor die Kamera bekomme, dann werde ich am Ende eine Dokumentation davon machen. Wenn nichts von den beiden halt hingehauen hätte, dann hätte ich zugesehen, dass ich halt 3,5 Wochen eine gute Zeit in Kambodscha habe. Wie gesagt, hat es jetzt für eine Dokumentation, die aus 2 Teilen besteht, gereicht. Die nächste Doku für Staffel 3 ist gerade in Arbeit. Die wird über Shane Enholm, einen Tätowierer aus Santa Clarita, Ecke Los Angeles sein. Wir hatten auch da vorrangig überlegt, 2 Staffeln rauszumachen. Leider hat die Organisation hier und da nicht ganz so geklappt, wie wir uns das vorgestellt haben. Aus dem Grund wird es jetzt sehr wahrscheinlich nur auf eine Folge hinauslaufen. An sich, das ganze Projekt ist ein definitiv Langzeitprojekt, so dass wir immer wieder Folgen und Staffeln hochladen werden und veröffentlichen werden. Ende nächsten Jahres wird es so sein, dass wir nach Indien fliegen, da ebenfalls eine Dokumentation drüber machen. Was in der Zwischenzeit noch passieren wird, ist momentan nicht geplant, ob vorher noch was stattfinden wird, denn das Ganze ist ja in erster Linie ein zeitlicher Aspekt, aber natürlich auch finanzieller Aspekt. Das heißt, aktuell trägt das Tätowieren, also mein Tätowieren im Laden, den Löwenanteil von der ganzen Unternehmung. Und alles, was aktuell über Amazon wieder reinkommt, ist nett. Aber trägt definitiv nicht das ganze Projekt. Das funktioniert aktuell noch nicht. Aber mal gucken, was da noch so kommt. Vielen Dank, Olli, auf jeden Fall für diesen tollen Beitrag und gerne vielleicht auch jemand anders. Ich bin ja auch in Kontakt noch mit anderen Leuten, die Projekte hochgeladen haben. Insofern könnt ihr euch immer an mich wenden und vielleicht komme ich mal auf den einen oder anderen von euch zu und frage nach deren Erfahrungen.
Hey, mittlerweile ist es hell geworden. Na, ich habe natürlich was vergessen zu erzählen und das wollte ich jetzt an dieser Stelle nachholen. Und zwar ging es einmal, gibt es Alternativen zu Amazon Video Direct und was ist mit Konzertfilmen? Ja, lohnt sich das für Bands jetzt zu Corona-Zeiten, statt ein Konzert zu geben, einen Konzertfilm zu machen und hier auf Amazon Video Direct hochzuladen? Kommen wir erstmal zu den Alternativen, ganz kurz. Das mache ich schnell, weil so viel gibt es da eben leider nicht. Es ist halt zu Amazon Video Direct, es geht schnell, ihr ladet das Zeug hoch, es wird akzeptiert nach ein paar Tagen, hoffentlich. Und dann könnt ihr sofort Geld verdienen, ja. Beziehungsweise Fanbindung, promoten, was auch immer ihr damit bezweckt. Das geht relativ einfach. Aber die Alternativen sind schlecht. Die Alternative wäre YouTube, ja, aber da braucht ihr auch 1000 Abonnenten bzw. 240.000 Guckminuten, ja, um da über Monetarisierung Geld zu verdienen. Außer ihr habt eben, wie gesagt, andere Absichten, ja, wollt ein Album dadurch verkaufen oder durch Links Geld verdienen, ja, dann okay, geht das auch schon früher und schneller. Dazu müsst ihr dann eben nicht diese Hürden da bei YouTube erreichen. Und die anderen Alternativen, naja, was ist das? Ne? Es gibt ja eben noch iTunes mit Apple TV, beziehungsweise Apple TV. Naja, und da kommt ihr nicht rein. Also wenn ich diese Hochglanz-Video, diese Hochglanz-App sehe, das sind hohe Anforderungen. Und ich denke, auch da kommt man nur über so einen Distributor rein, direkt was hochladen. Ich habe mal gehört, dass das irgendwie geht. Aber direkt kenne ich jetzt niemanden, der das gemacht und geschafft hat. Ja, aber auch da, wenn ihr da irgendwas wisst, ab in die Kommentare mit diesen Infos. Ja, das würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Dann haben wir noch Join, da kriege ich mich nicht aus. Disney Plus, ja, vergesst es, ist halt Disney. Da kommen ja nur Disney-Sachen und Sachen von 20th Century Fox rein. Und das war es dann auch schon. Vielleicht haben wir noch Vimeo, aber ich glaube, da war es so zuletzt, dass man da einen Jahresbeitrag zahlen musste, auch glaube ich so um die 100 Euro. Und dann habt ihr die Möglichkeit, euren Film hochzuladen und glaube ich auch Geld zu verdienen. Aber diese 80, 90 Euro müssen auch erstmal wieder reinkommen. Wenn ihr euch natürlich sicher seid, ja, das geht, wir haben genug Fans und wir müssen schon wieder das promoten. Na, okay, dann kann man das auch machen. Nur weiß ich nicht, wie die, was für eine Vimeo-App ist auf für den Fire Stick gibt, muss ich mir mal angucken. Auf alle Fälle Apple TV geht neuerdings oder geht schon länger, keine Ahnung. Also sieht top aus. Disney Plus geht natürlich auch, alles integriert. Das war es kurz zu meinen Alternativen. Und jetzt noch mal kurz zu der Konzertfilmsache. Na gut, wir haben Corona. Wahrscheinlich verlängert sich der Lockdown bis Ende des Jahres und ich glaube mit Veranstaltungen und Konzert geben, ich glaube, es kann auch noch ein bisschen dauern, ehe man das wieder darf. Und das ist blöd, das ist total blöd für Bands, die Konzerte geben müssen und wollen, ja, um ihr Album zu promoten, eben diese Fanbindung zu haben. Und nun ist natürlich die Frage für viele, hey, wir drehen hier ein kleines Konzert auf einer Bühne, machen einen schönen Zusammenschnitt. Gut, wahrscheinlich ohne Publikum oder mit wenig Publikum. Aber Publikum ist immer wichtig, ja. Auch beim Konzertfilm braucht ja irgendwie Stimmung. Und dann macht man aus diesem Film oder aus diesem Mitschnitt einen schicken Konzertfilm und lädt den auf Amazon Video hoch. Ja, dann habt ihr eben sofort Geld verdienen. Ihr habt eure Fanbindung. Ja, das ist schon mal gar nicht so schlecht. Andererseits muss ich sagen, ja, wenn man wirklich offiziell so einen kleinen Konzertfilm machen will, ja, man braucht wenigstens so zwei Kameraleute, ein paar unbemannte Kameras. Und ja, da seid ihr auch schnell bei 1000 Euro. Da muss es noch jemand schneiden, graden, Ton. Naja, da habt ihr bestimmt jemanden in der Band, der das macht. Das geht günstig, wenn man alles selber macht als Band, Freunde hat oder Studenten fragt. Ja, dann geht das noch günstiger. Auf dem offiziellen Weg kann das eben 1000 bis 3000 Euro kosten, so ein kleiner Konzertfilm. Und das sind schon Kosten, die über Amazon Video Direct direkt nicht reinbekommt, würde ich jetzt mal tippen. Ja, außer ihr habt eben einen tollen Fankreis, ja, dann macht ihr kaufen Laien und ihr habt Fans, die sagen, hey, ich will das unbedingt haben. Das wisst ihr ja selber am besten, wie es bei Facebook aussieht, Instagram und Co. Und dann könntet ihr vielleicht auch da noch ein paar Kosten reinholen. Das müsst ihr natürlich selber abwägen. Ja. Also meine Einschätzung ist, kann man versuchen, aber immer mit dem Blick auf euren Background, ja, wie sehr sind da Leute,
die das wirklich haben wollen, euer Produkt. Ja, wie groß, wie dick und fett ist euer Fankreis? Ja, das kann regional sein, auch bundesweit, aber es muss funktionieren. Ne? Sonst habt ihr dann Konzertfilm hochgeladen und habt dann so 20 Euro Einnahmen im Monat und nach einem Jahr sind es dann vielleicht noch 10. Also das ist dann eben auch nicht wirklich so der Renner. So, das war es nun aber wirklich von mir. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich würde sagen, ja, bis vielleicht nächstes Jahr. Amazon Video Direct, gibt es einen neuen Clip. Gern meinen Kanal abonnieren, Camera Check Channel, ja, das Filmmaker, Filmtechnik, darum geht es hier in dem Kanal. Aktuell habe ich einen Fahrradkanal, da habe ich ein bisschen mehr Arbeit drin, der heißt Martin's Bike, könnt ihr auch gern abonnieren. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.